herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich dachte mir, ich drehe ein aufgebraucht Video, denn ich habe fleißig gesammelt. Ich hatte eine kleine Pause und genau, ich habe es trotzdem aufgehoben, da ich dieses Format definitiv weiter auf meinem Kanal zeigen möchte. Genau, ich habe hier jetzt wieder so eine Tonne hier voll und genau, ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Produkt an. Genau, wir haben hier von Isana Cremeseife Lemon and Lime mit Zitronen- und Limettenduft. Das war hier von Rossmann. Wenn ich bei Rossmann bin, muss ich immer Seife mitnehmen. Also das ist ein Muss. Und die hat hier echt gut gerochen, hat auch gut geschäumt. Also fand ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Die habe ich jetzt aber hier schon, wie gesagt, ein bisschen länger hier in dieser aufgebraucht Kiste. So, dann habe ich hier von DM Denk mit Allzwecktücher. Das war hier eine Limited Edition. Hygienische Sauberkeit für zwischendurch, ideal auch für unterwegs. Das war hier einmal Tropical Dream, duftet nach Orchideen. Genau, hier waren 50 Stück enthalten. Auch dieser Duft war richtig, richtig schön. Genau diese Tücher hier von Denk mit. Ja, die sind recht gut, muss ich sagen. Also wie gesagt, man kann hier über fast alle Oberflächen drüber gehen. Das habe ich auch gemacht und ich finde die richtig gut. Ich habe hier auch noch mal eine hier. Das ist auch eine Limited Edition. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass es drei verschiedene Duftrichtungen gab. Ich hatte aber nur diese beiden hier gekauft bei DM bzw. bestellt. Die dritte gab es nicht und ich weiß auch nicht mehr, was es für eine Duftrichtung war. Diese hier ist Summer, ich kann es hier nicht mehr richtig lesen, Paradise, duftet hier nach Mango, das ist ja auch einmal abgebildet, sind hier auch einmal 50 Tücher enthalten, wie gesagt, die sind hier jetzt schon länger leer, ich weiß aber, dass sie sehr, sehr, sehr gut sind und ja, auch richtig, richtig schön geduftet haben. Dann kommen wir doch hier zu Nivea Schauergel. Hier ist Waterlily und Oil die Richtung. Genau, das hatte ich aber schon öfter in einem aufgebraucht Video gezeigt. Genau, das kaufe ich immer wieder nach. Letztes Jahr hatten sie aber die Rezeptur geändert, weil, kann ich mich so vage dran erinnern. Und ja, aber ich fand die vorherige Rezeptur besser als die hier, aber trotzdem richtig, richtig angenehm. Ich liebe es, mit diesem Duschgel hier meine Haare zu waschen auch und auch den Körper. Man duftet richtig, richtig lange danach und hat eine richtig, richtig weiche Haut. Das sind die hier mit diesen Ölperlen. Ich weiß nicht, ob man die hier noch sehen kann. Genau, richtig, richtig gut. Dann habe ich hier, die habe ich erst vorgestern leer gemacht, eine Zahnpasta Brillant Weiß für natürlich strahlend weiße Zähne, schützt effektiv vor Karies, Plack und Zahnstein. Genau, die hatte ich hier einmal von DM mitbestellt. Die war entweder im Angebot oder ist an sich relativ günstig. Hat hier 125 Milliliter enthalten. Ja, was soll ich sagen, es ist eben eine Zahnpasta, hat nicht viel Geschmack gehabt. Geschäumt hat sie gut, aber der Geschmack an sich und ja, fand ich jetzt nicht so toll. Also weiß ich nicht, ob ich das nochmal nachkaufen werde. Dann habe ich hier, das war einmal in der Degusta-Box drinnen von Ricola mit Schweizer Alpenkräuter, Himbeere und Melisse. Wohltuend gut. Genau, die sind das hier. Die waren auch recht lecker, muss ich sagen. Die bräuchte ich jetzt auch, denn ich bin wieder erkältet. Man hört es, glaube ich, auch. Ja, aber die war ganz gut hier. Die ist mit Salbei, Eibisch, Schafgarde, Thymian, Malve und Pfefferminz. Fand ich richtig, richtig schön. Und die Verpackung ist auch richtig, richtig schön. Aber ich glaube, die hat so um die 2-3 Euro gekostet. Keine Ahnung, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich werde sie mir definitiv nicht kaufen. Dann haben wir hier von Poli Palette einmal Schokobraun in der Farbe 750. Genau, das habe ich hier einmal aufgebraucht. Ich glaube, das ist sogar eine Haarfarbe, keine Tönung. Nee, das ist hier eine Tönung für bis zu 8 Wochen. Die fand ich recht gut. Ihr wisst ja von meinen vorherigen Videos, ich bin so ein bisschen am Probieren, was Haarfarbe angeht. Ich hatte jetzt eine Zeit lang mir nur Tönungen gekauft. Jetzt habe ich aber eine feste Farbe wieder drauf. Also ich schwenke das so ein bisschen, je nachdem, wie es mir halt so gefällt. So, dann habe ich hier einen Weichspüler von Vanel.
hautintensiv für 36 Wäschen. Den habe ich, glaube ich, gefühlt schon, oh, weiß ich nicht, 10 Jahre kommt der mir hier in den Haushalt. Immer mal wieder, wenn ich ihn sehe. Nee, genau, ich glaube, den gibt es auch, soweit ich weiß, jetzt hier nur im Rossmann bei mir. Bei DM habe ich ihn noch nicht gesehen. Muss ich das nächste Mal gucken, aber der ist richtig, richtig gut. Und der riecht auch sehr frisch. Nicht zu intensiv, aber ja. Hier steht noch einmal für sensible und allergische Haut. Genau. Dann habe ich noch mal eine Seife, und zwar von Today. Cremeseife mit Mandelmilch, mit Milchproteinen und Mandelextrakt, pH-neutral, hautneutral. 500 Milliliter sind hier einmal enthalten gewesen. Auch dieser Duft nach Mandel und Milch war sehr, sehr, sehr angenehm. Es hat gut geschäumt. Es ist einfach ein, ja, eine tolle Seife. Das ist jetzt hier, glaube ich, von Rewe, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ist hier auch ohne Mikroplastik. Genau, und die Verpackung fand ich auch recht schön. Also die werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Dann kommen wir hier noch zum nächsten Duschgel. Das war hier eine Limited Edition. Mood Decked Detox, Lotusblüten und Meersalzduft für ein spürbar erfrischendes Hautgefühl. Genau, so sieht hier einmal die Verpackung aus. Wie gesagt, es war hier eine Limited Edition. Auch diese war wunderbar hier zum Duschen. Ich liebe die von Nivea, diese Duschgele. Also da bin ich immer dabei, wenn es hier eine Limited Edition auch gibt. Die sind meistens sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann kommen wir hier. Ja, das war hier auch eine Limited Edition, auch von Nivea Joy of Life. Rosen- und Jasminblütenduft. Was soll ich dazu sagen? Das war richtig, richtig, richtig gut. Der Duft hat mir richtig gut gefallen. Im Jahr davor, im Sommer, gab es auch eine Limited Edition. Die war ähnlich. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zusammensetzung, aber ja, die fand ich um Welten besser als die hier. Die hat aber ähnlich gerochen und ich finde die so, so, so toll von Nivea, wirklich. Also das habe ich bisher noch nie einen Fehlkauf gemacht, was das angeht. Dann haben wir hier von Isana Lippenpflege Pearl Gloss, sanfte Pflege mit Perlglanz mit Avocadoöl. Das hatte ich hier von Rossmann, ein Labello. Ich habe jetzt hier die Verpackung, genau, weil ich das den Labello an sich schon weggeschmissen hatte. Genau, deswegen habe ich hier das aufbewahrt, um es euch zu zeigen. Aber der war richtig, richtig schön. Der hat so einen leichten Schimmer, hat eine sehr tolle Pflege, sage ich jetzt mal. Und ja, ist halt ein Lipgloss, genau, Labello. Dann habe ich hier von Isana Super Hydro Augenpads mit Hyaluron und Drachenfruchtextrakt. Sofort frische Effekt. Da habe ich jetzt leider nichts mit dazu geschrieben, aber die Augenpads von Isana, die sind super, die kaufe ich auch immer wieder nach. Ich habe hier auch noch eine Menge hier zu Hause, deswegen, ich habe da mal eine kleine Pause gemacht hier mit dem Kauf der Augenpads, aber ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen und ist halt noch preisgünstig dazu. So, dann haben wir hier von Cliff Bar, das war hier auch in der Degusta-Box, Mini Chocolate Chip 28 Gramm, genau, das sind hier solche Powerriegel, würde ich sie jetzt mal bezeichnen, weil sie sehr schwer sind, so, also schwer im Magen liegen so, aber mir gefällt das eigentlich ganz gut und mir hat der auch sehr, sehr gut geschmeckt, die waren auch hin und wieder mal in der Box drinnen, deswegen zeige ich sie euch nochmal. Dann habe ich hier tatsächlich auch einen Labello, der hier einmal aufgebraucht ist. Genau, auch von Today. Lippenpflege Classic mit Bienenwachs und Shea Butter. Den finde ich richtig, richtig, richtig gut, muss ich sagen. Der macht die Lippen so schön geschmeidig. Super Produkt. Dann habe ich hier ein Rasiergel von Balea mit Pfirsichduft und Orangenblütenextrakt für eine sanfte Nassrasur. Für empfindliche Haut ist das einmal 150 Milliliter, das sind hier einmal enthalten. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier schon länger her. Ich mag es an sich mit Rasiergel, Rasierschaum,
ja, mich zu rasieren, sage ich jetzt mal. Und ja, das war eigentlich recht gut. Dadurch, dass es halt ein Gel war, hat es nicht geschäumt. Und dadurch, dass es nicht geschäumt hat, hat man eben nicht gesehen die Stellen, die man eben, wo man eben noch nicht drüber gegangen ist. Also man musste dann ja nochmal zusätzlich schauen. Und ja, aber an sich ist das Produkt ganz gut. Es hat gut gerochen und ja, tolles Produkt. Weiß ich aber nicht, ob ich es jetzt nochmal kaufen würde. Dann haben wir hier einen Duschschaum von Isana. Ein Dusch- und Bodylotion, 2-in-1, exotischer Duft nach Frangipani und Kokos, pflegender Ölkomplex. Also die Duschschaum-Sachen hier von Isana, die finde ich richtig gut. Ich habe auch noch eine in der Dusche stehen. Die nehme ich regelmäßig und es ist sowas von langlebig. Also man braucht, beziehungsweise selbst wenn man ein bisschen mehr braucht, das reicht hier etliche Male, hier sind 200 Milliliter enthalten und man braucht eben nur einen Pumpstoß für, weiß ich nicht, also man braucht da echt nicht viel und ja, also die sind richtig, richtig gut. Dann, was habe ich hier noch? Ich habe noch zwei Haarfarben. Genau, ich habe hier auch von Polypalette, hellbraun hatte ich hier einmal, ist eine, müsste eigentlich eine Tönung sein. Nein, ist auch eine Färbung. Genau, die hatte ich ausprobiert. Die fand ich auch recht gut, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, ich probiere durch. Ich zeige es euch. Ja, es kann sein, dass ich die ich euch zeige, auch hin und wieder mal nachkaufe. Also da switche ich echt so ein bisschen durch. So, die letzte Haarfarbe, die ich vor ein paar Tagen mir einmal aufs Haar gegeben habe, ist von Isana, 67 Schokobraun, wäre hier einmal die Farbe. Das hatte ich noch da. Genau, die ist eben jetzt das Resultat hier. Und ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden. Ich wollte anfangs ja nicht so dunkel bleiben vom Ton her. Aber ich finde die immer noch sehr, sehr, sehr gut. Also von allen, die ich hier rumprobiert habe, schon finde ich die jetzt am besten. Und die werde ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen. So, jetzt wird der Platz ein bisschen eng, aber ich bin auch gleich durch. Wir haben hier noch eine Seife. Die zeige ich euch jetzt zuerst. Genau, hier, das war eine Limited Edition. Dream Beach, Malediven, Cremeseife, duftet nach Kokos und Pfirsich. Genau, das hatte ich euch auch in dem Haul bestimmt gezeigt. Genau, hier sind einmal 500 Milliliter enthalten. Die von Isana, die Seifen, die sind einfach super. Wenn es da Limited Edition gibt, und auch so, ich bin da immer am gucken, also ich nehme mindestens bei einem Rossmann Haul, beziehungsweise wenn ich einkaufe, nehme Rossmann mindestens eine Seife mit. Also das ist bei mir schon ein Muss, weil die einfach sehr, sehr, sehr gut sind. Dann habe ich, das hat mir meine Mutter mitgebracht von DM, Mifolis. Das ist ja einmal Vitamin B12. Also das nimmt man einmal, also eine Tablette löst man in einem 200 Milliliter Glas Wasser auf und genau, dann kann man es entweder morgens oder abends benutzen. Ich weiß genau, 20 Brausetabletten sind hier einmal enthalten, ist hier Himbeer-Erdbeergeschmack. Genau, aber ich denke, das wird es auch beim Rossmann geben. Genau, das ja, werde ich mir auch, ich denke, ich werde es mir auch nochmal kaufen, genau. So, das waren meine Produkte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.